Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich begrüße auch dich, wenn du hier heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und ich möchte heute einmal über die Kommunikation zwischen Duasien sprechen. Wenn du dich dafür interessierst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Für den Anfang, wie immer, ich danke dir von ganzem Herzen. Jedes Like, jedes Abo, jede Spende auf PayPal unterstützt mich, diesen Kanal. Ihr seid so super. Falls du Kontakt zu mir suchst, alle Infos in der Infobox. Ich habe auch gerade erst meinen Duasien-Online-Kurs fertiggestellt. Falls du dich dafür interessierst, schau gerne einfach mal in der Infobox nach. So viel zum Anfang und jetzt geht es auch gleich weiter. Kommunikation zwischen Duasien ist eins der schwierigsten Dinge überhaupt, das weißt du wahrscheinlich. Kommunikation im Allgemeinen ist ein sehr, sehr schwieriges Thema bei den Menschen, weil die Art der Kommunikation, wie wir miteinander interagieren, tatsächlich gar nicht unserer wahren Natur entspricht. Du wirst jetzt vielleicht denken, oh Gott, jetzt wird sie aber richtig esoterisch. Nein, Tatsache ist, dass Menschen eigentlich telepathisch miteinander kommunizieren. Viele haben diese Fähigkeit aber verloren beziehungsweise wissen gar nicht, dass sie diese Fähigkeit haben. Wenn ein Mensch mit dir spricht, hattest du schon mal den Eindruck, derjenige lügt dich an? Wenn ein Mensch mit dir spricht, hattest du auf einmal ein Bild in deinem Kopf? Das ist Telepathie, das ist der Anfang der Telepathie. Und das wäre auch normalerweise eine vernünftige Form der Kommunikation. Aber wir Menschen haben Sprache erfunden. Und es gibt nichts, was so gut für Missverständnisse sorgt wie unsere Sprache. Zwei Menschen, die die gleiche Sprache sprechen, können wundervoll aneinander vorbeireden. Was hat das jetzt mit der Dualseele zu tun? Eine ganze Menge. Auf der Ego-Ebene seid ihr beide polarisiert zueinander. Du lebst das eine Extrem in deinem Ego aus und dein Dual das genau gegenteilige Extrem. Und wenn ihr auf dieser Ebene miteinander kommuniziert, kommt es selbstverständlich zu Missverständnissen, es kommt zu Streit, es kommt zu Meinungsverschiedenheiten. Wenn ich mit meinem Dual auf der Ego-Ebene kommuniziere, weiß ich immer schon im Vorfeld, das wird nicht funktionieren. Er versteht mich nicht, ich verstehe ihn nicht. Ich habe das so oft versucht, es funktioniert einfach nicht. Selbst wenn du wirklich erklärst, wie du die Dinge siehst, dein Gegenüber versteht dich einfach nicht. Es ist, als würden zwei Leute eine vollkommen fremde Sprache miteinander, also würden versuchen, sich in einer vollkommen unterschiedlichen Sprache miteinander zu unterhalten. Es geht nicht. Versuch mal, wenn du zum Beispiel Deutsch sprichst, dich mit jemandem zu unterhalten, der aus dem asiatischen Raum kommt und der kein Deutsch spricht. Viel Erfolg wünsche ich. Ihr werdet euch nicht verstehen. Und so in etwa ist es auch bei Duasienpaaren, die auf der Ego-Ebene miteinander kommunizieren. In welchen Augenblicken versteht ihr euch denn richtig gut? Solche Augenblicke gab es doch bestimmt auch. Kann es sein, dass das Augenblicke waren, wo ihr wirklich in Liebe und in Frieden miteinander wart? Augenblicke, wo ihr euch wortlos miteinander unterhalten konntet, jeder wusste, was im anderen vorgeht? Genau, da ist nämlich auch der Schlüssel, da ist die Lösung deines Problems. Wenn du Asien lernst, auf der Herzensebene miteinander zu kommunizieren, kommt es nie wieder zu Missverständnissen, es kommt nie wieder zu Streit, es kommt nie wieder zu Meinungsverschiedenheiten. Das Herz ist der Sitz deiner Seele. Deine Seele ist seine, ihre Seele. Das heißt, wenn du auf Seelenebene mit deinem Dual kommunizierst, kann da nichts schieflaufen. Schief läuft es, wenn du auf der Verstandesebene mit ihm oder ihr kommunizieren möchtest. Egal wie gut du das erklärst, es hat keinen Sinn, da drüben kommt das einfach nicht an. Wenn du auf Ego-Ebene kommunizieren möchtest, wirst du mit der Dualseele einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Er, sie will immer genau das Gegenteil von dem, was dein Ego haben möchte. Wie lernst du denn jetzt aus dem Herzen heraus zu kommunizieren? Zum einen Herz-Kohärenz-Training, ja, ist ganz, ganz wichtig. Herz-Hirn-Kohärenz, am besten jeden Tag, ja. Ich weiß, es ist anstrengend die ersten Tage, aber wirklich jeden Tag. Desto öfter du das machst, desto mehr kommst du ins Einheitsbewusstsein, desto mehr kommst du ins Seelenbewusstsein. Und wenn du dort bist und auf dieser Ebene mit deiner Dualseele kommunizierst, wird dich dein Dual auf einmal verstehen. Des Weiteren, weitere Tipps von mir. Wenn du merkst, dass eure Egos total toben, wenn du dich in einem Gespräch mit deinem Dual befindest, zum Beispiel per WhatsApp,
per E-Mail oder sogar persönlich und du merkst, ihr redet beide aneinander vorbei, dann steiger dich nicht rein, mach dir bewusst, ihr redet aneinander vorbei, weil ihr auf der Ego-Ebene polarisiert seid. Das ist das Erste, das heißt, dein Ego bekämpft sein ihr Ego. Ihr bekämpft euch auf der Ego-Ebene nun mal gegenseitig und jeder fühlt sich missverstanden. Sage dir wirklich in Gedanken, stopp, mein Ego dreht durch, sein ihr Ego dreht gerade durch. Ich wechsle jetzt mal die Ebene. Was sagt eigentlich gerade mein Herz? Weil dein Herz versteht dein Gegenüber. Und wenn du auf die Herzensebene wechselst, tut das dein Gegenüber automatisch auch. Und auf einmal wird aus dem beginnenden Streitgespräch ein entspanntes Gespräch. Allein schon diese Entscheidung. Es ist natürlich mit der Dualseele nicht so einfach, das Ganze zu üben. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, dass du das mit der Dualseele übst. Du kannst das nämlich mit jedem Menschen in deinem Umfeld üben. Versuch einfach mal zu lernen, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Eltern, mit Geschwistern, Freunden, Kollegen auf Herzensebene Gespräche zu führen. Du wirst merken, es sind deutlich schönere Gespräche, es sind friedlichere Gespräche, es kommt nicht zu Meinungsverschiedenheiten. Wer auf der Herzensebene kommunizieren kann, der wird nie wieder Streit erleben. Ja, ist kein Witz. Das heißt nicht, dass du ein Fähnchen im Wind bist. Das bedeutet einfach, wenn du auf die Herzensebene wechselst, ist dein Ego nicht präsent und kann nicht toben. Denn das eine ist sicher, dein Ego möchte immer Recht haben. Dein Ego ist ein unglaublich rechthaberisches Wesen. Und dein Ego fühlt sich auch anderen überlegen, wenn es Recht behält, wenn es eine Diskussion gewinnt. Und es fühlt sich unterlegen und gibt dann dem anderen die Schuld, wenn es eine Diskussion verliert. Das heißt, auf der Ego-Ebene miteinander zu sprechen, ist eigentlich das Verrückteste, was zwei Menschen machen können. Vor allem Dualseelen. Ansonsten, wir können nicht nicht kommunizieren. Die Kommunikation geht ja nicht nur über die Sprache. Auch unsere Körpersprache. Du kannst einen Menschen schon am Gesicht ablesen, an der Körperhaltung ablesen, wie er sie sich gerade tatsächlich fühlt. Ja? Auch damit kannst du dich gerne beschäftigen. Der Vorteil bei der Dualseele ist, wenn du in der Herzensebene bist, solltest du den anderen eigentlich an und für sich fühlen. Das heißt, du weißt, der andere hat Angst, du weißt, der andere fühlt Wut. Der andere sagt das eine und meint aber das ganz anderes. Auf Herzensebene weißt du immer, was in deinem Gegenüber vorgeht. Und wenn du in der Herzensebene bist, kann es auch nicht zu Missverständnissen kommen. Das heißt, mache wirklich jeden Tag Herzkohärenztraining und fange an, mit deinen Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern auf Herzensebene zu kommunizieren. Wenn du dann das nächste Mal mit deiner Dualseele interagierst, wird es dir leicht fallen, auf Herzensebene zu kommunizieren. Du wirst wissen, was in ihm, in ihr gerade vorgeht. Und er wird auch automatisch wissen, er weiß nicht woher, aber er weiß, wie es dir gerade geht. Ihr redet nicht aneinander vorbei. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Schöne an der Dualseele ist ja, wenn du mit diesem Menschen in eine gelebte Beziehung kommst, du bist mit dir alleine. Ja, obwohl da zwei Körper sind, bist du mit dir alleine und das ist wundervoll, es ist schön. Das ist etwas absolut Wünschenswertes, weil der andere kann dich nur so lange stören, solange du im Ego-Verstand festhängst. Ja, bist du da nicht mehr, bist du nur noch in der Einheit, dann kann dein Partner nichts tun, was dir missfällt. Es wird keinen Streit geben, es wird keine Meinungsverschiedenheiten geben. Natürlich wird es unterschiedliche Sichtweisen geben, aber daraus wird kein Problem gemacht. Dann ist das wirklich so, ich sehe das so, du siehst das so und das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, keiner will hier Recht haben, keiner will sich hier durchsetzen, ich sehe das so und ich bin neugierig, wie siehst du denn das Ganze? Das ist zum Beispiel eine Sache, die du von Kurt Tepperwein lernen kannst. Kurt Tepperwein hat vor einer Weile ein Interview gegeben, wie es denn mit ihm und seiner Dualseele in der Anfangszeit gewesen ist. Das kannst du dir gerne einmal anschauen. Kurt Tepperwein hat keinen Streit mit seiner Dualseele. Nein, hat er nicht. Streit entsteht immer nur dann, wenn da ein Ego ist, was unbedingt im Recht sein möchte. Nur dann kann Streit entstehen. Ansonsten ist es einfach interessant, die Welt mit vier Augen zu betrachten. Ja, tatsächlich ist es interessant. Du hast die Möglichkeit, dich durch zwei Inkarnationen zu erleben, zu erfahren. Das ist großartig für deine Seele. Deine Seele will diese Erfahrung machen. Und wie gesagt, auf der Herzensebene gibt es auch keine Missverständnisse.
Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Video geholfen hat, unbedingt liken. Wie gesagt, alle Infos zu dem Online-Kurs findest du hier in der Infobox, auch falls du mich anschreiben möchtest. Und ich freue mich selbstverständlich auch über jedes Abo. Wir sehen uns hier ganz bald wieder und bis dahin eine wundervolle Zeit für dich.